Zwei Boote sind zu sehen in Heide Kempers Ausstellung im Torhaus. Das erste ist ein etwa 2 Meter langer Rumpf aus dünnem Drahtgeflecht. Darin stehen ungefähr 200 Glasflaschen eng beieinander. Ihre Hälse sind so gebogen, dass ihre Öffnungen sich wie Gesichter nach vorn und zur Seite zu recken scheinen. Als ich angefangen habe, Glas zu schmelzen, habe ich mit Altglas gearbeitet und ich habe witzigerweise auf diesen Flaschen teilweise Signaturen gefunden von 1996. Damals habe ich die ersten Flaschen verbogen und habe sie in einer Installation gehabt, die hieß auch Fliehende. Die Ausstellung hieß Ich bin privilegiert, weil diese Flaschen, als ich sie geschmolzen hatte und aufgestellt hatte, erinnerten mich an Flüchtlingsströme in Ruanda. Das war 1996. Das ging durch die Presse und ich gucke meine Flaschen an und denke, das ist es, das sind meine Fliehenden. Ich hatte mein Thema gefunden. Seitdem begleiten mich diese Flaschen und so traurig es ist, aktuell auch hier 2017 die Fliehenden in diesem Boot. Die Arbeit lässt natürlich verschiedene Assoziationen zu. Für mich ist es ein Boot gefüllt mit Flüchtlingen. Man könnte auch sagen, wir sitzen alle in einem Boot, wie man auch will. Das andere Boot ruht auf einem Podest, ein nur fußlanger, massiver Rumpf aus Glas. Diese Arbeit heißt Arche. Sie ist beladen, dieses Schiff ist beladen mit 100 Papierrollen, kleine Papierrollen, und in jeder Papierrolle ist das Foto von einem in 2017 geborenen Kind. Das heißt, diese 100 Kinder werden 2050, wenn wir 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein werden, werden diese Kinder 33 Jahre alt sein. Und das ist so eine kleine Mahnung für uns, was wir da eigentlich heutzutage tun und wofür wir unsere Erde erhalten sollten. Die beiden Boote markieren zwei Eckpunkte in Kempers Ausstellung. Die ungerechte Verteilung der Ressourcen und die daraus resultierenden Flüchtlingsbewegungen einerseits und die zunehmende Überbevölkerung andererseits. Kempers dritter zentraler Gedanke ist die Klimaerwärmung aufgrund der Umweltverschmutzung. Hier widmet sie einige größere Wandbilder aus Fensterglas. Eines zeigt zwischen zwei zusammengeschmolzenen Scheiben die Dortmunder Skyline und heißt Am goldenen Strand der Nordsee. Denn kurz vor Dortmunds Stadtgrenze könnte in wenigen Jahrzehnten die Nordsee branden, wenn der Meeresspiegel weiter steigt. Der Betrachter fühlt und weiß, diese Kunst hat recht, leider. Und die schmucke, oft filigrane Schönheit der Glasobjekte macht diese Gewissheit nicht bequemer. Als Gegengewicht bietet Kemper nicht nur die liebevolle Sorgfalt an, mit der sie Folien, Draht, Pulver, Steine und gefallene Blätter ins Glas und in ihre Motive einschließt. Sie bietet auch Humor. 4 würfelförmige Schachteln stehen auf Podesten in der Mitte, ohne Deckel. Darin hat Kemper Symbole der Überbevölkerung deponiert. Spielzeugautos, Schiffchen, Babyfiguren und Nutzvieh. Boden und Innenwände der Schachteln sind mit Spiegeln ausgekleidet. Und schaut man knapp über die obere Kante ins Innere, multiplizieren die Spiegel die Objekte im Innern ins Unendliche. In diesem ebenso simplen wie eindrucksvollen optischen Effekt, der das beängstigende Thema so trocken vor Augen führt, liegt ein guter künstlerischer Witz.